Hallo zusammen, bisher war es heute ein etwas stressiger Tag, aber das soll mich jetzt natürlich nicht davon abhalten, mit dem Rocket durchzustarten. Das ist meine Zeit, das sind 12 Spiele Skat, bei denen ich mich ein wenig entspannen kann, in denen ich einfach mal die Karten sprechen lassen kann. Und im Übrigen auch deswegen besonders relaxed bin, weil ich in der letzten Woche schon durchgezogen habe, also wie angekündigt habe ich ein paar Listen gespielt und voilà, es hat hingehauen. Ich meine, das Rocket von letzter Woche war mein schlechtestes Ergebnis. Ansonsten flutschte es wie verrückt, das heißt problemlos qualifiziert für die nächste Monatsmission nächsten Montag. Da kann ich dann also nochmal reinschauen und mal schauen, ob dann auch ein Video dabei rauspurzelt. Jetzt gucken wir uns aber erstmal den Herz von Spieler 2 in Vorhand an. Sieben Augen nur in Trumpf. Karo muss mein Partner auch bedienen. Ja, und jetzt kommt hier so die erste kleine Weichenstellung in dem Spiel, sage ich mal. Es ist relativ unwahrscheinlich, dass Spieler 2 den Karo König in der Hand hält. Dann hätte er wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich, sagen wir mal, entweder geschnippelt oder den König gedrückt. Deswegen jetzt setze ich hier mit der Lusche fort. Und so ist es auch. Karo König steht in dem Fall hier hinten bei meinem Partner. Und okay, da haben wir was angestoßen. Alleinspieler geht jetzt über die Dörfer. Kann alles bedeuten von einem Spiel, was jetzt auf einen Doppelläufer in Pik angewiesen war, zum Beispiel. Dann müsste er aber noch ein Kreuz haben. Es kann natürlich aber auch sein, und danach sieht es mir hier so aus, dass er gar kein Kreuz hat, dass die Beikarte viermal Pik von oben war, eben Ass, 10, König, Dame und das blanke Karo Ass. Damit ist das Spiel natürlich zu stark, um von uns angegriffen zu werden. Also 33 Augen, schlappe Beute, aber immerhin aus dem Schneider. Ja, und 18 ist mir dieses Blatt hier wert, 4 volle immerhin. Könnte sich entwickeln, aber natürlich nur, wenn es keine Gegenwehr gibt. Wo es Gegenwehr gibt aus Hinterhand, da schmeiße ich sofort die Flinte ins Korn, beziehungsweise arrangiere mich mit der neuen Rolle. Allerdings Kreuz, das ist jetzt natürlich das Spiel, was vielleicht am ehesten zu erwarten war, aber am wenigsten zu erhoffen. Denn das sieht, oh, das sieht ja nicht gut aus. Also wenn der Alleinspieler in einem Farbspiel auf ein volles abschmeißt, dann heißt es, dass es eigentlich typischerweise nicht mehr viel zu holen gibt. Also dass das ein sehr, sehr starkes Spiel ist, ist die typische Interpretation. Bei jedem anderen Spiel hätte er jetzt wohl gestochen. Ja, vermute ich mal sofort 7 Trümpfer oder so mit Seitenass. Das ist so die übliche Variante, in der man das mal überlegt, auf 11 Augen eine blanke Lusche fallen zu lassen. Und daher auch hier keine Hoffnung von mir, nicht vermutet, dass mein Partner rüber kann. Ja, das sieht wie ein 7-Trümpfer aus. Und jetzt kommen wohl noch 2 Pik mit dem Ass, ja. Also, ne, so eine Szene, die siehst du und sofort macht es Klick, weil das das übliche Muster ist. Klar, Skat, verdeckte Karten, es kann dann auch immer mal wieder anders sein, aber zu 90%, wenn es so aussieht, dann ist es auch das, wonach es aussieht. Das ist nur so, dass man erstmal eben so ein bisschen diese Muster-Intus kriegen muss, um sich da in die Köpfe des Gegners hineinzuversetzen. So, beim Grang mache ich mal blank aus, ne? Nicht ganz wie aus dem Lehrbuch, aber ein blanker König. Ich habe hier sowieso in der Karte keine Idee, was jetzt richtig, was falsch ist. Gut, Karo war es jetzt offenbar nicht, beziehungsweise mein Partner hat mir hier einen Buben zugetraut. Der ist jetzt möglicherweise ein bisschen enttäuscht und schimpft da vor sich hin. Ne? Was für ein Idiot, hat gar keinen Buben, spielt trotzdem blank aus. Ja, habe ich aber gemacht, wie ihr gesehen habt. Und nun ist der Grang auch noch mit 4, so ein Hinziehgrang. Mein Partner trennt sich auch schon von den Vollen. Das sieht für mich dann eher aus, als ob er sich da irgendwie an noch so ein Karo-Bild oder was klammert. Damit werden wir dann natürlich nicht auf den Schneider kommen. Ja, toll. Gut, dann war es hier das Ausspiel, was dazu geführt hat, dass es gleich mal ein sattes 144er Stößchen für Spieler 3 gibt. Also, wir sind im vierten Spiel und ich bin schon ganz schön im Hintertreffen. Beide Spieler haben schon gute Punkte auf der Uhr, ich noch nicht. Aber das kann sich ja jetzt ändern, denn dieser Ansatz ist verheißungsvoll. Wenn denn jetzt nur mal Spieler 3 nicht gerade eingeschlafen wäre, denn ich bin doch so neugierig. Und das ist ja schwer für so einen Skatspieler auszuhalten,
schon die Karte zu sehen, aber es geht nicht los. Aber jetzt geht's doch los. Und für 18 sind wir dran. Und naja, das Herz Ass ist eine Verstärkung. Aber für den Grang ist es jetzt doch ein bisschen zu dürftig, ne? Ein ganz kleines Tickchen. Kreuz König vielleicht noch dabei, dann könnte man noch so eine halbe Kreuzfarbe mit 10 Augen im Keller mitnehmen für den Grang, aber so, ne, machen wir noch nicht. So, dafür ist noch zu früh. Wir spielen hier erstmal den Kreuz. So, Schnitt in Herz hat schon mal geklappt. Für mich aber trotzdem jetzt noch kein Grund, von oben zu ziehen. Herz Dame von Spieler 3 hätte der sicher nicht gelegt, wenn er 4 Herz hat. Das heißt, wenn, hätte sie Spieler 2, aber auch dann, wenn sie mir das Ass abstechen, ist dafür wieder ein Trumpf raus. Es wäre halt nur sehr dumm, wenn einem der 2-Trümpfer dann das Ass absticht. Andererseits, wenn er von oben zieht, dann können andere schlimme Dinge passieren, wenn etwa 5 Trumpf stehen oder so. Also, wir ziehen erstmal von unten zweimal und dann von oben. Letztlich war alles egal, Trumpf steht sowieso 3-3. Und jetzt hier aber nochmal aufgemerkt, bei 20 Augen liegen der Gegenspieler, ist der beste Schneiderzug natürlich hier der Unterzug aus Ass 10 Lusche. Eigentlich klar, egal wie die Kartenkaros jetzt verteilt sind, bei allen 2 zu 2 und 3 zu 1 Positionen bleiben sie Schneider. Trotzdem ein Zug, den viele Skatspieler gar nicht so im Repertoire haben. Deswegen mache ich euch nochmal darauf aufmerksam. Karo stand hier übrigens 2-2, war also egal. Aber das ist ja nicht immer so und die Chancen auf Schneider verbessern sich, wenn man diesen Zug, sage ich jetzt mal, im Köcher hat. So, da bin ich da auch bereit, bis 22 zu gehen. Könnte sogar auch 0 werden, aber wenn ich für 22 nicht rankomme, dann komme ich für 23 natürlich auch nicht ran. Das ist sonnenklar. Das heißt, das hat dann auch gar keinen Zweck, da noch weiterzugehen. Wie ist dieser Grang gestrickt? Auf jeden Fall hat er schon mal 3 Buben. So, und mein Partner schnibbelt mit der Dame und zieht dann das Ass hinterher. Also auch eher so typisch, dass mein Partner auf Ass 10 Dame steht. Wenn der Alleinspieler den König im Blatt hätte, dann hätte er den vielleicht eher gezogen oder direkt die 10, wenn er auf der 10 zu dritt steht. Und andererseits, wenn mein Partner die 10 noch hätte erschnibbeln wollen, dann hätte er jetzt das Ass noch nicht nachgezogen. Das nur auch so eine Randbemerkung. Ja, und so ist es auch wieder, ne? Wie es aussieht, wie es sich anfühlt. Meist ist es auch so, da kann ich jetzt natürlich zweimal durchladen und jetzt stehen wir kurz vor 50, also ein Stich noch, würde ich sagen, mit einem vollen, dann sind wir zu Hause, ist eben nur die Frage, ob es diesen Stich überhaupt noch geben kann. Nee, kann es nicht, da kommt nur noch Kreuz und der letzte Bube. Das hat also nichts genützt, aber ein Versuch war es wert und gut gespielt von Spieler 2, der hier auf den Karo König schnippelt. So, sechstes Spiel. Das Ding kann ich jetzt aber ein bisschen weiterziehen. Das ist für mich eine Karte, die ich durchaus auf Null-Ouvert reizen würde, auch wenn ich quasi mit Pik 10 und Kreuz Ass, wenn man so will, auch zwei Faule habe. Aber es besteht ja auch immer eine sehr gute Chance, in die Kreuzflotte noch was zuzufinden. Kreuz 8, Kreuz 10, Kreuz Bube, Kreuz Dame, all das würde die Geschichte ja auch verstärken und zum Null-Ouvert machen. Und so ist es auch. Ich brauche ihn gar nicht reizen, ich komme für 22 ran. Und finde so luxuriös gut, dass ich jetzt wirklich ohne Knochen spiele und sogar das Kreuz Ass noch in den Keller tun kann. So, schauen wir mal kurz auf den Zwischenstand nach 6 Spielen. Ja, das ist ja immer das Schöne online, das geht ratzfatz. Alle stehen 2 zu 0, aber Spieler 3 hat sich doch irgendwie schon, ja, verdächtig deutlich abgesetzt. Der hat einfach irgendwie dieses etwas gewichtigeres Spiel auf der Uhr stehen, aber okay, mal gucken, ob er damit durchkommt oder ob wir ihn da noch mal anpacken können. 110 oder 20 Punkte sind ja beim Skat noch gar nichts. So, wer träumt jetzt? Ich war es nicht. Okay, jetzt geht's weiter. Denke mal, da werde ich mich wieder erstmal dezent im Hintergrund halten müssen. Was hat Spieler 3 vor? Oh nee, ne? Schon wieder ein Grang. Mein Partner hat 0 gereizt. Na super.
Kreuz hat er nicht. Gut, das spricht natürlich für Herz und Karo als starke Farben, und das spricht auch irgendwo für den Grang mit rein, sonst wäre es kein Grang. Gut, 21 schon mal eingesammelt, möglich, dass mein Partner noch den Karo König hat, aber jetzt kommt natürlich, ja, viermal Herz, Karo, Herz König blank bei meinem Partner, ich hatte zwei, also erst noch mal alle Herz abgespielt, ja, das wird ihm dann wohl schon reichen, ne? Klar. Gut, Karo König hat mein Partner, kommen wir raus. Mehr aber auch nicht. Ui, das war natürlich ein satter Schluck aus der Pulle. Trifft dann auch den richtigen, zieht davon auf über 400 Punkte. Jetzt heißt es also dranbleiben. Ja, dieses Spiel muss ich doch wohl nehmen. Und okay, 18 wurde gehalten, trotz alledem Herz Bube und Herz 10 ganz passabel gefunden. Wiederum muss ich allerdings sagen, für einen Grang ist es noch zu früh oder ist die Karte zu schwach? Gerade noch bei der Gegenreizung, da sehe ich 1001 Drohung auf mich zukommen, bleiben wir bei dem deutlich besseren Herzspiel. Dann mit 13 im Keller und der Trumpfstärke nehmen wir erstmal natürlich raus, 33, dann den Buben, 38. Gucken wir mal, ah, Trumpf tatsächlich zu viert. Okay, kein Beinbruch sollte mein Spiel verschmerzen. Können wir jetzt in der nächsten Farbe mal schnippeln. Wenn da gestochen wird, ist der Trumpfstich dafür weg. Aber ganz harmlos hier. 18 Augen, Pik nachzuziehen, hat sich Spieler 2 offenbar nicht getraut. Werde ich auf 0 Augen hier meine Pik-Lusche los, was aber letztlich auch den Kohl nicht fett macht. Ich zeige hier jetzt schon mal meine Karten. 18 Augen, Trumpf Ass macht noch einen Stich. Spieler 2 wird ja ziemlich sicher da noch mindestens ein Bild für über haben. Also Schneider, guck mal, der wusste gar nicht mehr, dass Herz Bube hoch ist, aber egal. Ja, ein Bild hat er trotzdem noch. So, das dritte Spiel von mir auf 250. Also, ja, es wird schwer, sagen wir mal, wenn der Gegner 96er Spiele macht oder 144er und du mit 20er Spielen dagegen hältst. Deswegen hier im neunten Spiel in Vorhand, wieder Spieler 3 ist mein Gegner, ich bin hier am Überlegen und am Kämpfen, also ja, wenn ich jetzt es hier nicht gerade aufnehmen würde, wenn ich anonym bleiben könnte, wenn ich vielleicht kleine Kinder zugucken würden, dann würde ich vielleicht das Ding hier einfach weiter durchknüppeln, nach dem Motto, kann ja mal Karo Ass drin liegen, dann drücken wir 14 und spielen den Grang, ich lasse ihn einfach nicht spielen, aber ja, nun wollen wir doch mal fair bleiben und sagen, okay, ich habe reell hier nur ein Karo mit 2, dann wird Spieler 3 vortragen müssen und ja, vielleicht hat er in seinem Spiel ja auch, ist vielleicht auch ein Pferdefuß zu finden. Sieht aber ehrlich gesagt nicht so aus, er hat 6 Trümpfe, Karo Ass hat er eben auch so schnell rausgenommen, traue ich ihm an sich auch schon nur einen zu, jawohl, dann hat er noch ein Drilling in Herz mit dem Ass, ja klar, das war der Versuch jetzt doch noch Schneider zu spielen. Wenn die Herz 10 blank ist, wenigstens das ist nicht passiert. Aber das war ein Brett von einem Spiel. Also bisher bei Spieler 3 ist nichts anzugreifen. Der hat seine 521 Punkte sauer verdient oder redlich verdient. Da kommen wir nicht gegen an. Und ich jetzt wieder. Soll ich jetzt wieder mit dem Nullouvert um die Ecke kommen? Ist ja erstmal schon mal schön, dass zwei gereizt haben, das auch vorhand noch ein Gebot hatte. Das erhöht meine Chancen, dass ich vielleicht hier ans Spiel komme, denn das ist jetzt natürlich die Vorentscheidung, würde ich mal sagen. Wenn Spieler 3 hier noch ein weiteres Spiel gewinnt, dann ist er auf und davon über alle Berge. 2,30 baue ich jetzt hier noch so eine kleine Denkpause ein. Natürlich nur eine Finte, aber letztlich bringt sowas typischerweise nichts. Du reizt dein Nullouvert und es wird gehalten oder nicht, und es wird gehalten. Spieler 3 hat sich irgendwo und irgendwann entschieden durchzuziehen. Dann wird er wohl wieder einen Grang spielen. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob mein Partner vielleicht mit dem Ass und 2 Buben oder vielleicht 2 Assen sogar dagegen sitzt, ein bisschen im Knick sitzt, ob meine lange Herz und Kreuz 10 bestellt, ob die was ausrichten können. Okay, also mein Partner startet erstmal unterm Ass. Kann ich jetzt noch nicht genau sagen, ob das ein gutes Zeichen ist. Doch, er hat vielleicht 2 Buben. Inzwischen bin ich mir doch sicher, er hat wohl 2 Buben. Die Frage ist, hat er noch ein wenig mehr? Hat er vielleicht noch ein zweites Ass? Dann wird es wirklich sehr schwer für Spieler 3, würde ich sagen. Wenn
das nicht der Fall ist, dann wird es wahrscheinlich reichen. Drei Assfarben, hier kommt noch die erste 10 an Bord. Und zwei Buben, die langen ja typischerweise. Es sei denn, mein Partner hat jetzt irgendwo mal den Abstich. Hat er aber nicht, muss alles bedienen. Karo läuft doppelt. Ja, und der Spieler ist schon längst zu Hause. Herz läuft auch noch. Also mit dem Stich gerade mal 82 Augen hat der Alleinspieler bekommen. Also wir sind gerade mal aus dem Schneider, 38. Ja, und damit ist ja wohl der Drops gelutscht. 5:0, 600 Spielpunkte, kann man Spieler 3 schon mal gratulieren. Jetzt würde ich mal meine Ziele neu definieren müssen. Jetzt heißt es wohl nur noch vor Spieler 2 bleiben. Alles andere ist jetzt plötzlich einfach nicht mehr realistisch. Und naja, siehst du, da habe ich doch immerhin noch einen starken Ansatz. 5 Trumpf Karo, 2 Asse. Naja, sagen wir einen Ansatz. Das stark streiche ich schon mal. Es fehlen die Trumpfvollen, es fehlt der alte, es sind noch ein paar Bilder drin, aber 18 ist es mir wert. Ja, und das ist natürlich irgendwie typisch. Ich habe schon so eine Befürchtung. Spieler 3, der hat sein Schäfchen im Trocknen, der hat jetzt vielleicht auch kein Blatt. Und Spieler 2, der eigentlich auch ja, gar nicht mehr was groß werden kann, der hält jetzt plötzlich noch dagegen, will plötzlich auch noch ein bisschen mitmischen. Und ja, nun habe ich natürlich eine starke Gegenkarte. Ja, du kannst ja auch den König nehmen, aber meistens passiert da sowieso nichts, kein Unterschied. Im Zweifel will ich gegen einen aufmerksamen Alleinspieler hier nicht meinen Trumpf Ass riskieren. Wir nehmen erstmal raus. Karo steht zu zweit und, oh, Überraschung jetzt, es ist doch ein Sechstrümpfer bei Spieler 2. Also mein Partner hatte nur einen Trumpf. Er hatte zwei Karos dabei, Kreuz Ass haben wir auch schon gesehen. Ich vermute natürlich, dass es noch ein Kreuzstich ist. Da würde ich dann natürlich gerne das Herz Ass reinlegen. Das kriege ich aber typischerweise gar nicht hin, weil der Spieler mich anspielen kann, Trumpf rausnehmen und dann zurück, hat er aber tatsächlich nicht getan. Das war der Grund, warum ich jetzt hier Trumpf gezogen habe. Nun allerdings wirft mein Partner Kreuz Dame, damit ist die Fantasie, einen Kreuzstich zu machen, an sich hinüber. Ich kann also auch direkt Herz Ass ziehen, aber nun war ich in den Bubenzügen und die machen auf keinen Fall was kaputt. Ja, dann machen wir den satten Herzstich und das Spiel ist hinüber. Also taktisch vielleicht nicht unbedingt so clever von Spieler 2, jetzt noch in so ein Murmelspiel einzusteigen, wo eigentlich nichts mehr zu holen war. Für mich natürlich glücklich, denn damit ist die Geschichte gelaufen. Damit belege ich jetzt hier den ehrenvollen, ehrenwerten zweiten Platz immerhin. Es sei denn, es passiert noch ein Wunder und daran glaube ich nicht. Ich zumindest werde da nichts mehr beisteuern. Ich werde jetzt keinen mehr in den Sand setzen. Mal gucken, ob Spieler 2 jetzt wenigstens noch einen gewinnt. Gut, ich habe nur zwei Trumpf, ich habe auch nur zwei volle. Man kann das überdenken, ob Herz Ass so eine gute Idee ist, aber bei der 18er Reizung so viel Hoffnung, das Spiel zu schlagen, habe ich sowieso nicht. Und wenn du dann in Lusch Dame irgendwie reingreifst und der Alleinspieler steht irgendwie in der 10, dein Partner nimmt direkt das Ass hinten raus, das ist dann auch nicht glücklich. Also habe ich mir gedacht, ich investiere mal einen vollen und wenn gestochen wird wie jetzt, dann ist wenigstens die Karte geklärt. Naja, das sieht ja ehrlich nicht so aus, als ob hier groß was passiert. Nun spiele ich mal die Farbe nach, die mein Partner gefordert hat, wenn man so will. 22 Augen. Okay, tatsächlich die 10 bei meinem Partner. Anfang 30, gut. Wenn mein Partner noch jetzt irgendwie zwei Pikstiche macht, Ass König, sowas in der Art, dann könnte es reichen. Deswegen beschwere ich das hier mit dem Pik-Bild. Und was passiert denn jetzt? Alleinspieler nimmt raus, schiebt zurück und das langt uns noch nicht ganz. Also ja, jetzt hat er sich wohl in eine Trumpfgabel gesetzt. Er hätte natürlich auch Pik tauchen können, dann kriegt er die Pik 10, macht dafür, gibt vielleicht noch einen Trumpfstich ab, so oder so. Dann sind wir hier, glaube ich, bei 57 nur. Aber gut, nett gekämpft. Huch, was ist denn hier los? Jetzt war Spieler 2 aber, glaube ich, völlig durcheinander. Jetzt hat er das Spiel hier im 9. und 10. Stich völlig unnötig noch aus der Hand gegeben, mit der Kreuz 9 übernehmen und dann Herz Bube ziehen, dann hätte er ja gewonnen mit 63. Jetzt hat er wohl die Trümpfe verpeilt und gibt uns hier, schenkt uns hier noch einen fetten Stich hin. Das war natürlich jetzt nochmal ein,
nette 40 Punkte für Spieler 3, die sein Ergebnis sinnvoll abrunden auf 699. Also das ist natürlich ein Ergebnis, was gut hier für einen Turniersieg langen kann. Ich habe 332, denke ich, muss ich mit zufrieden sein. Ich hoffe, ihr habt mir auch nichts vorzuwerfen und ich freue mich, dass ihr dabei wart und freue mich auch schon auf die nächsten Skat-Videos. Bis dahin wünsche ich wie immer einen schönen Abend und gut bleiben.